Jetzt ist es wieder soweit. Ein erneuter Lockdown. Man kann es irgendwie nicht glauben, oder? Die Kinder dürfen sich nicht mehr treffen mit ihren Freunden. Jetzt fallen die ersten Gemeindeversammlungen, Gemeindeveranstaltungen wieder aus. Wir wissen nicht, was mit den Gottesdiensten wird am Sonntag. Die geplanten Freizeitersatzprogramme können jetzt erstmal nicht starten. Unglaublich. So mancher privater Termin muss auch noch platzen. So die Pläne und Termine, die man sich jetzt so gemacht hatte, all das wird jetzt teilweise wieder obsolet. Wusstet ihr, dass heute ein besonderer Gedenktag der Kirche ist? Der Johannistag, der Tag der Geburt von Johannes dem Täufer. Genau 6 Monate vor Heiligabend. In 6 Monaten ist Heiligabend. Johannes der Täufer war ja ein halbes Jahr älter als Jesus. Deshalb heute dieser Tag. Nach dem Tag sind übrigens auch hier die Johannisbeeren benannt, weil die jetzt zu dieser Zeit reif werden. Es gibt noch viele andere kleine Bräuche, kann man bei Wikipedia nachlesen. Ich möchte auf den Spruch eingehen, der über diesem Tag steht, aus der Bibel, aus dem Johannesevangelium. Da sagt Johannes der Täufer über Jesus, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Es ist die Situation, dass Freunde von Johannes zu ihm kommen und sagen, du Johannes, Jesus wird immer beliebter. Immer mehr Menschen laufen Jesus hinterher. Sie gehen sogar von uns weg und rennen Jesus hinterher. Ärgert dich das nicht? Und Johannes antwortet diesen Satz, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er sagt in dem Zusammenhang, ein Mensch kann eigentlich nicht sich nehmen, was der Himmel, was Gott ihm nicht schenkt. Letztlich geht es um Jesus. Es ist wie bei der Hochzeit. Der Bräutigam hat die Braut. Und der Trauzeuge, der steht daneben und freut sich für den Bräutigam. Freut sich, dass er diesen besonderen Tag hat. Ihr Lieben, ich möchte von Johannes lernen. Es geht nicht nur um mich. Ja, ich habe meine Pläne und ich habe meine Termine. Ja, ich möchte gerne in Urlaub fahren. Ja, ich möchte mich gerne mit Freunden treffen. Ja, ich möchte gerne, dass in der Gemeinde wieder mehr los ist. Ich möchte, dass es den Kindern gut geht, dass nicht so viele Menschen an Corona erkranken. All das sind gute und berechtigte Wünsche. Und ich meine, bei euch wird es ähnlich sein. Auch ihr werdet eure Pläne haben, werdet eure Wünsche haben. Aber, und daran erinnert dieser Tag uns heute, es geht nicht nur um uns. Es geht um den Bräutigam. Es geht um Jesus. Er ist derjenige, der sein Reich hier baut auf dieser Erde. Es geht darum, dass Menschen ihn kennenlernen, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass Menschen gerettet werden. Und vielleicht bedeutet das hier und da, dass ich meine Wünsche zurückstecke, dass meine Pläne mal durchkreuzt werden, wie bei Johannes. Und ich finde es beeindruckend, mit was für einer Freude er das tun kann. Nicht, weil er irgendwie masochistisch veranlagt war, sondern weil er auf Jesus sieht und weil er weiß, dass Jesus es gut macht. Er ist der Bräutigam. Dass Jesus es im Griff hat, dass Jesus einen Plan hat, dass Gott es gut macht, auch wenn der ein oder andere Plan von mir durchkreuzt wird. Und dieses Vertrauen wünsche ich mir heute auch. Er, Jesus, muss wachsen. Ich, meine Pläne, meine Termine müssen abnehmen.